Einen wunderschönen guten Tag YouTube. Herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal auf Deutsch. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, warum auch ihr Pilot werden solltet und was sind die Vorteile eines Piloten. Also nach einem kurzen Intro geht's auch wieder los. Der erste Punkt ist eine relativ kurze Ausbildung. Die Pilotenausbildung gilt in der Regel in Europa 2 Jahre maximal. Es gibt Flugschulen, die damit werben, sogar die Flugschule in 1,5 Jahren erfolgreich abzuschließen. In den USA geht die Pilotenausbildung etwas länger. Da muss man ungefähr mit 3 Jahren rechnen. Im Großen und Ganzen ist die Pilotenausbildung trotzdem kürzer, wenn man bedenkt, zum Beispiel ein gleichwertiger Beruf wie ein Arzt, wo das Studium 5 Jahre lang geht, plus Praxisausbildung, man 10 Jahre benötigt, bis man endlich Arzt ist. Neue Leute und neue Kulturen. Jeder Flug ist anders. Man hat sehr viele verschiedene Reiseziele und man arbeitet fast jeden Tag mit einer neuen Crew zusammen. Wenn man in Deutschland stationiert ist, heißt das nicht, dass man nur mit Deutschen fliegt. Auch die Passagiere. Man fliegt zu verschiedenen Reisezielen, also hat man auch verschiedene Passagiere von verschiedenen Kulturen. Die beste Verbindung zwischen Arbeit, Hobby, Menschen kennenzulernen und Technik. Ein Pilot ist nicht nur Pilot, weil er das Flugzeug fliegt. Unser Job ist sehr vielfältig. Navigation, Meteorologie. Wer sehr technikbegeistert ist, hat natürlich die perfekte Jobauswahl getroffen. Wir beschäftigen uns viel mit der Technik des Flugzeuges. Auch wenn wir sie nicht warten dürfen, sind wir trotzdem jedes Mal begeistert, wenn wir neue Updates von Airbus oder Boeing sehen. Wenn deine Airline Langstreckenflüge anbietet, heißt, du fliegst irgendwo hin aus Deutschland nach Südafrika, hast du der Wahrscheinlichkeit nach einen sogenannten Layover oder ein Overnight, um dich auszuruhen, deine vorgeschriebene Pause so gesagt. Und das ist in den meisten Fällen sehr gut. Die Airline bezahlt komplett alles, das Hotel, das Essen und alles, was dazugehört. Das Einzige, was du machen musst, ist ankommen und dich ausruhen. Viele Airlines bieten es sogar mit an, dass du deinen Lebensgefährten bzw. deinen Freund oder Freundin mit auf einem Layover nehmen darfst und dich zusammen mit denen ausruhen kannst. Hier sind wir schon wieder bei dem nächsten Punkt und das sind billige oder kostenlose Tickets. Jede Airline bietet für ihre Mitarbeiter kostenlose Tickets an, bzw. Vergünstigungen. Es gibt Airlines, die bieten komplett für Piloten kostenlose Tickets an, solange sie bei denen arbeiten. Wann immer du wegfliegen willst, hast du immer kostenlose Flüge und meistens sind da Freunde und Familie mit drin. Ein anderer Grund ist, man wird nie einen Piloten treffen, der sagt, oh, ich muss schon wieder zur Arbeit. Nein, wir Piloten sehen das eher als ein Hobby. Man freut sich darüber, wieder zu fliegen. Jeder Tag ist anders, man sieht so viele schöne Sachen. Mein Hauptgrund ist, dass ich jedes Mal, wenn ich fliege, die Sonne sehe. Egal wie schlecht das Wetter draußen ist, ob es regnet, ob es schneit. Am Ende des Tages sieht man immer die Sonne. Und besonders, wenn man früh morgens fliegt oder spät abends und man den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang mitbekommt, ist das einer der besten Gefühle, die man haben könnte. Der Job als Pilot ist immer noch sehr hoch und respektvoll angesehen. Außerdem ist er immer noch Platz Nummer 1 der Traumberufe von den heutigen Männern. Von den Passagieren werden Piloten immer respektvoll behandelt, beziehungsweise mit einer Hochachtung, weil Piloten sind die Leute, die die Passagiere am Ende ans Urlaubsziel fliegen und ein 100-Tonnen-Flugzeug kontrollieren können. Und hier sind wir auch schon wieder bei der Bezahlung. Natürlich hat man eine sehr große Verantwortung gegenüber des Flugzeuges und der Sicherheit der Besatzung bzw. der Sicherheit der Passagiere. Dies wird natürlich auch vergütet. Wenn man jetzt nicht gerade am Anfang steht, kann man als Pilot bis zu 16.000 US-Dollar im Monat verdienen.
Das bieten zum Beispiel verschiedene Airlines in Asien an und locken die Piloten damit nach Asien. Wenn man das jetzt gegenrechnet gegen eine Person, die in Deutschland einen normalen Job hat, hat diese Person meistens eine 40-Stunden-Woche. Wenn ich euch jetzt aber sage, dass ein Pilot maximal 70 bis 80 Stunden im Monat arbeitet, weil die obere Begrenzung bei 90 Stunden bzw. 100 Stunden im Monat liegt und im Jahr dürfen Piloten maximal 900 Stunden arbeiten. Das ist mehr als um die Hälfte weniger als jeder normale deutsche Staatsbürger im Jahr arbeitet. Ein anderer großer Punkt ist die Freizeit. Als Pilot hat man unglaublich viel Freizeit. Wie ich gesagt habe, im Monat arbeite ich so höchstens 70 bis 80 Stunden, im Jahr 900. Es gibt Piloten, die bis zu 200 Tage im Jahr frei haben. Wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist, also jedes Mal von Frankfurt nach Australien oder nach Rio de Janeiro fliegt, kommt man sogar auf maximal 4 bis 8 Arbeitstage im Monat. Wenn man das alles zusammenrechnet, habt ihr enorm viel Freizeit und könnt den Tag mit eurem Partner verbringen. Und zu guter Letzt, Piloten sind immer noch Teil der Männer, die bei den Frauen immer noch gut punkten können. Vielleicht liegt es an der Uniform, ich weiß es nicht, das müsst ihr mir sagen. Also, zusammengefasst, man hat eine sehr hohe Verantwortung, wenn man jetzt den A380 zum Vergleich nimmt. Man hat die Verantwortung bis zu über 500 Passagiere, aber im Ausgleich bekommt man eine sehr hohe Bezahlung bzw. viel Freizeit. Außerdem kümmern sich die Airlines auch außerhalb deines Jobs um dich. Viele verschiedene Versicherungen werden zum Beispiel von der Airline komplett übernommen. Man hat verschiedene Vergünstigungen bei der Autovermietung, bei Hotels oder bei Flügen mit der Airline oder mit der Airline-Gruppe. Pilot ist immer noch der Beruf, der die meiste Sicherheit bietet, der durch eine kurze Ausbildung ein sehr hohes Gehalt hat. Natürlich ist die Ausbildung zum Piloten kein Zuckerschlecken, aber wenn man sich dahinter setzt, dann kann man alles erreichen. Vielen Dank fürs Anschauen des heutigen Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Abo da, like das Video und schreib mir in die Kommentare, wenn ich was vergessen habe. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video hier auf dem Kanal. Um es nicht zu verpassen, klick auf die Glocke und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.